So, neues Gebäude. Was haben wir denn jetzt hier? Die sind auch alle noch da gewesen, okay. Jetzt haben wir hier diesen Verkehrsstau, ey. Das zieht sich ja hier wieder lang, ey, ohne Witz. So, da drauf. Du gehst da drauf. Du darfst da drauf. Du darfst mit Ausnahme darauf. Du da. Da drauf. Da drauf. Du da. Und möglicherweise auch da. Der darf dann da und da. Der nur geradeaus. Und der auch nur geradeaus. Dann machen wir hier das noch schnell zu Ende mit den ganzen Pfeilen und sowas. Du dahin. Du dahin. Du da. Und möglicherweise dahin. Das so. Das so und so. Du gehst noch geradeaus. Und fügen wir hier nochmal die hinzu. Dann machen wir hier einfach den Weg geradeaus. So. Und du darfst halt nur noch da oder da. Ich glaube, das sollte reichen. Dann machen wir hier zack nach rechts weg. Du nach da weg. Und du nach da. Du hast dann die Möglichkeit, noch nach da zu fahren. Und da. Dann das. Und das. Und hier machen wir dann auch das mit den ersten drei Spuren. Dass wir halt die Möglichkeit haben, hier hier drauf zu kommen irgendwie. Hier machen wir sogar mal noch eine Spur mehr mit rein. Und dann gehen wir da und da. Die dann da und da und da. Die dann nur da und da. Und die dann auch da und da. Oh. Ach, hier ist die Ampel ja noch drin, ne? Ups. Die müssen wir natürlich wieder wegmachen. Sonst funktioniert das ganze Prinzip nicht so sehr, wie ich ausgehe. Alter Finne. Was geht denn hier ab? Ja, schön hier. Wo ist das? Da, neues Gebäude. Juhu. Ich will hier aber das Problem klären. Ja, ich hab's verstanden. Hier müssten wir eigentlich nochmal so ein Kreuz einbauen. Wo wir halt sehen. Wir hatten doch hier vorne. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Wir hatten doch hier eins. Ich weiß nicht, das wievielte das war, aber wir hatten eins. Das hatten wir damals benutzt. Das war ganz gut, weil es halt mit Kreisverkehr funktioniert hat. Und relativ schmal war genau das hier. Kriegen wir das hier irgendwie rein? Ich glaube, das schaffen wir sogar, wenn wir die Verbindung hier nochmal kappen. Oder wir schauen uns das einmal an, ob das hier so funktioniert, wie wir das wollen. Wieso fahren die denn da alle auf einmal wieder drauf? So, dann machen wir das mal so. Dann graden wir das halt zu einer doppelten Straße aus. Wo dann halt zwei getrennte Fahrspuren drin sind. Eine für die Auffahrt, eine für die Abfahrt. Dann ändern wir das hier auch nochmal. Dass die nur darüber dürfen. Der dann noch da und da. Und der andere ist eh klar, wohin der darf.
Okay, wir brauchen hier eine Autobahnauffahrt. Das geht leider nicht anders. Wie habe ich denn die jetzt aktiviert? Leute, ich will das doch gar nicht sehen. Hilfe! So, weg. Hier müssen wir echt eine Autobahn drauf zimmern. Also eine Autobahnauffahrt oder sowas. Weil das geht ja hier gar nicht. Das ist zu viel Verkehr, was hier kommt. Das war die, ne? Das heißt, den darf ich auch nochmal. Den. Die Leute, das. Darf nochmal weg. Und dann darf ich da unten den Teil auch noch mal entfernen. Dann sollte das aber passen. Wann meckert er denn jetzt rum? Meckert er da noch drum? Der hängt da auf der Straße fest. Deswegen hat er da eben gemeckert. Ich will das doch gar nicht daran. Weg damit. Wir setzen jetzt einfach irgendwie da rein. Hauptsache, es funktioniert. Sagen wir so und dann einfach hier dran. Und dann... Hallihallo, ich möchte aber nicht darum. Ich möchte bitte von da nach da. Das so. Dann kann man die auch noch abreißen. Dann sagt man, okay. Wir gehen nach da. Ja, haben wir den Teil angebunden. Dann gehen wir jetzt hier rüber. Hier machen wir dann aber das Feste wieder rein. Dann machen wir meinetwegen das hier noch dran. Oh nee, das läuft ja hier auch hoch, ne? Dann machen wir das einfach so. Dass wir die Straße hier einfach hochführen. Dann sind wir hier nämlich die Plage auch schon mal los. So, dann drehen wir das einfach. Genau, dann haben wir den Teil. Dann können wir hier sagen, okay. Hier will ich aber noch einen Teil rein haben, und zwar diese Abfahrt. Wenn das geht. Das jetzt. Genau, dann haben wir die Anbindung. Jetzt fehlen hier unten noch die Hauptstraßen. Die sollten jetzt aber auch nicht so schwer sein, die da irgendwie dran zu bauen. Dann müssen wir da leider ein bisschen was abreißen. Ist jetzt auch nicht so wild, meine ich. Dann kann hier einfach wieder... Achso, ist noch Gebäude dran. Gut. Genau, dann haben wir das. Dann kommt hier hinten noch wieder eine zusätzliche Ausfahrt dran. Ich würde dann einfach da unten durchlegen. Und dann haben wir das auch. Okay, das sieht ein bisschen wirr aus bislang. Das machen wir nochmal neu. Alter, wir überziehen mal wieder so lange. Das ist jetzt schon über eine halbe Stunde die Folge. Das freut euch. Ist für mich aber gleich dein Horror, wenn ich das hier nämlich alles schneide und rendern lasse.
Weil Fraps-Dateien sind riesig. So, jetzt haben wir da auch die Abfahrt dran. Jetzt fehlt hier hinten nur noch die. Jetzt sind wir da auch fertig. Alles angebunden? Ich glaube. So, jetzt können wir hier noch sagen, okay, wir haben ja hier schon den Weg. Den lassen wir meinetwegen bis da vorne hingehen und den dahin. Dann kann man auch noch den dahin gehen lassen. Den macht man dann zum Beispiel darüber. Oder nach da hinten weg. So. Okay, jetzt wollen wir doch mal schauen, wie sich das hier entwickelt. Okay, die Ampel kann wieder weg. Dann entfernen wir hier auch nochmal die Busspur. Dann haben wir hier auch die doppelte Kapazität drin. Und dann sehen wir doch, wie schnell sich das hier entwickelt. Oh. Hä, hä. Hatten wir hier nur eine beschissene Anbindung? Okay, dann müssen wir das leider mal wieder so machen, dass wir hier hinten hinkommen. Abwasser. Ach ja, hier war ja nur das Kraftwerk dran. Sobald das ja ausfällt, ist ja hier alles weg. Oh, bitte schnell, 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 schnell. Ich brauche Strom. Viel Strom. Okay, Abwasserprobleme lösen sich. Genau, jetzt sind wir wieder beim Alten. Oh, jetzt haben wir auch wieder 1300 Megawatt. Genau, der Rest passt ja hier auch. Wieso sind hier eigentlich immer noch so viele Tote? Jetzt habt ihr doch schon da einen Friedhof und sowas. Der ist voll WTF. Okay, letzte Tat für heute. Jede Menge Krematorien. Dann machen wir halt mal hier hinten so ein paar Krematorien hin. Das sollte denen ja auch nicht schaden. So. Also wenn es bei denen jetzt nicht hier bergauf geht, ne, dann weiß ich nicht, was bei denen falsch ist. So, da können wir noch einen. Da. Und, ach, der ist drei breit. Dann machen wir das doch einfach so. Dann kümmert ihr euch mal jetzt drum. Ey, das kann doch nicht sein. Alter Schwede. Was ist denn hier? Das ist ja... Alter... Da weiß ich echt nicht, was damals schiefgegangen ist, damit die hier nicht dazu gekommen sind, einmal hier wegzufahren. Wetten, das waren eh jetzt hier zu viele. Ich hoffe aber einfach, dass die sich jetzt hier aufteilen und losfahren. Ja, 5 von 6 sind schon raus. Hier hinten. Hier allgemein müssten wir nochmal diese ganzen Verkehrsprobleme hier anschauen, die wir bislang hier haben, damit wir wirklich sagen können, okay, wir ändern das jetzt. Versucht, dass diese kompletten Verkehrsprobleme hier verschwinden. Zum Beispiel fahren hier oben schon ein paar Autos lang. Sind mir aber noch ein bisschen weniger. Obwohl, die fahren jetzt hier statt hoch, die meisten wirklich hier rüber. Das ist cool. Und hier hinten ist ein elendiger Verkehrsstau, ohne Witz. Ich entferne, glaube ich, hier erstmal ein paar Ampeln. Die lassen wir. Die kann zum Beispiel weg. Die lassen wir da unten auch. Die kann auch weg. Ich nehme jetzt nur an den Kleinverbindungen die Ampeln weg. Weil das sollte eigentlich schon ausreichen, damit wir hier halt keine Staus mehr haben. Oder weniger Staus als vorher. Wir sehen ja alleine, was hier unten los ist für eine Verkehrsarmada.
So, sobald sich das halt einpendelt, können wir dann auch sagen, okay, es läuft oder es läuft nicht. Genau. Alter, wir haben diese Folge eigentlich so wenig gemacht. Dass das schon wieder so aussieht, als wenn wir ganz viel gemacht hätten. Da ist schon wieder die Ampel. So, dann löst dich hier mal auf Stau. Das kann doch nicht sein. Vor allem jedes Mal, wenn dieser Zug ankommt, ne? Dann kommen ja auch mehr Fahrzeuge automatisch raus. Normalerweise sollten die halt alle gleich hier wegfahren. Wir können ja nochmal gucken, dass wir irgendwie hier eine Abfahrt reinkriegen. Die sagt, okay, wenn ihr da rauskommt, fahrt ihr gleich hier unten weg. Und dann halt da unten drauf. Was halt total geil wäre. Ich will einfach mal gucken, ob das geht. Genau, der fährt jetzt schon da lang. Und der dürfte ruhig etwas voller beladen worden sein damals. Da sind nur so ein paar drin. Okay, dann entfernen wir die Ampel hier auch nochmal. Da ist ja eh keine, weil das ja noch eine Abfahrt ist. Hier ist eine Ampel drin. Okay, hier funktioniert das schon mal so weit, dass jetzt hier nichts mehr staut. Jetzt ist halt nur noch die Frage, bis wohin geht es wirklich gut und ab wo ist halt die Grenze erreicht, wo dann gesagt wird, okay, wir können nicht mehr, wir müssen das jetzt so machen. Das habe ich jetzt einfach mal geändert, damit die halt hier mehr Möglichkeiten haben, gleichzeitig rumzufahren. Und wir haben neue Fahrzeuge drin. Auf jeden Fall ein Schiff mit einem Van vor. Ist gar nicht so schlecht. Genau, hier hinten geht das ja jetzt mit diesem Problem. Hier oben sind wir TNT-Wagen. Ach, ist das schön. Okay, wir ändern jetzt noch mal eine Sache. Und zwar möchte ich auch von da nach da hinten kommen für die Abbieger, dass die halt hier auch mal ihren Platz noch haben, dass die halt sagen, okay, wir können hier rüber, aber halt immer noch nach da hinten. Dass wir da wenigstens das Problem nicht mehr haben, dass die dann einfach hier sagen, ich fahre hier unten lang und komme dann hier hinten raus, um das System zu entlasten. Das wäre einfach zu geil, wenn das funktioniert. Ah, hier schon wieder die Ampel, weil wir das geupdatet haben. So ein Mist, ey. Okay, jetzt müssen wir dann nur warten, dass sich das irgendwie auflöst. Das heißt dann auch, das würde sich hier auflösen. Das würde dann auch irgendwann heißen, dass das alles weg ist und wir dann anfangen können, hier wirklich aufzubauen. Wenn das alles mal laufen sollte. Weil im Moment sollten wir hier alles knallrot haben. Jawohl. Oh, hier hinten auch WTF. Okay, hier sollten wir vielleicht nochmal die Busspur vorher einführen. Jedenfalls in dem Bereich. Und dann auch mal hier die Straße runter. Das heißt zwar, wir dürfen jede Menge Ampeln wieder entfernen. Aber wir sind so wenigstens dann auf der Seite, dass hier die ganzen Busse nicht stehen bleiben und uns halt Einnahmen kosten. Genau, das ist okay. Nee, hier müssen wir die lassen.
Hier ist die auch okay, wenn die raus ist, aber hier müssten wir nochmal upgraden, den Teil. Genau wie den hier hoch. So. Jetzt heißt es wieder Ampel entfernen und Ampel entfernen. Hier mal schlimm, ey. Okay, hier wurde gerade ein Gebäude abgerissen. Wieso könnt ihr denn da nicht alle drauf fahren? Seid ihr alle zu bescheuert? Ihr wollt alle hier hinten auf die Autobahn, ne? Okay, wir sollten, sobald wir hier die Möglichkeit haben, bei 75.000 Einwohnern, hier oben eine Autobahn anzulegen, weil wir sehen ja hier, der ganze Verkehr will einfach nur hier unten runter. Wir sollten hier auch sehen, dass sich hier an der Ampel der Stau staut. Der Verkehr staut. Wieso fährt denn da nur einer immer rüber? So ein Dreck, ey. So, ne? Wir gucken mal, wo die noch hinführt alles. Dann machen wir das mal hier so. Machen wir jetzt mal den Teil da und dann machen wir das so. Dann ist der Teil zwar weg, aber wir sollten hier die Möglichkeit haben, ganz entspannt alles wieder aufzufüllen, so wie es mal war. So. Und dann sollte sich der Verkehr auch nicht mehr so oft stauen an der Stelle. Das würde heißen, wir haben eine Verkehrserleichterung. Und wir sollten hier ins Industriegebiet auf jeden Fall irgendwie eine Autobahnanbindung bauen. Zum Beispiel reißen wir dann hier einfach mal hier die Straße ab, bauen da die Autobahnanbindung rein. Dann haben wir das nämlich auch. Wir sehen jetzt, hier läuft das zum Beispiel schon. Hier staut sich das halt wie verrückt. Hier ist dasselbe. Irgendwie müsste es ein Tool geben, womit man sagt, okay, die Ampel will ich nicht mehr, die Ampel will ich nicht mehr und alles lauf. So, Alter, hier ist so viel Verkehr. Sogar jetzt hier stauen die sich. WTF. Die wollen ja alle hier hoch. Alter Schwede, ich würde aber sagen, da das jetzt nicht nur eine Folge ist, sondern das mittlerweile zwei, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Dankeschön fürs Zuschauen und bis dann und tschüss.